hochgelobt und angebetet seist du, Jesus, hier im allerheiligsten Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Gestern hat es ja im Evangelium geheißen, geht, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er sandte seine Apostel aus, Jesus. Und hier in diesem Triumph des Herzens über den göttlichen Vater habe ich eigentlich ganz schön gefunden, einen Abschnitt, die Merkmale seiner Apostel. Die Merkmale seiner Apostel, Doppelpunkt, zum Mitschreiben, Einfachheit und Vertrauen. Und dann sagt der göttliche Vater zu Madre Eugenia, um mich zu ehren, wie ich es wünsche, verlange ich von euch nichts anderes als großes Vertrauen. Ist gleich großes Opfer, gell? Großes Vertrauen ist gleich großes Opfer, weil das ist unsere Schwachstelle. Um mich zu ehren, wie ich es wünsche, verlange ich von euch nichts anderes als großes Vertrauen. Glaubt nicht, und das wäre für uns dann wieder so einfach, gell? Glaubt nicht, ich würde von euch strenge Bußübungen und Abtötungen erwarten. Haben wir doch auch gestern gesagt, was ist mein Fastenvorsatz? Glaubt nicht, ich würde von euch strenge Bußübungen und Abtötungen erwarten. Wäre natürlich auch viel einfacher unter Umständen, gell? Anstatt zwei Tassen Kaffee jetzt nur eine zu trinken. Ist viel einfacher. Oder dass ihr barfuß geht, euch mit dem Gesicht in den Staub wirft oder euch mit Asche bestreut und dergleichen mehr. Nein, nein, ich will und habe es so gern, wenn ihr euch durch Einfachheit und Vertrauen mir gegenüber wie Kinder verhaltet. Euch gegenüber werde ich allen alles werden, wie der zärtlichste und liebevollste Vater. Mit euch allen werde ich mich in familiärer Weise vertraut machen, indem ich mich an alle verschenke und mich klein mache, um euch für die Ewigkeit groß zu machen. Also, die Merkmale seiner Apostel, Doppelpunkt, Einfachheit und Vertrauen. Bitten wir Jesus um seinen Segen. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, das alle Erquickung in sich birgt. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.